Hallo Freunde, willkommen zurück zu RimWorld. Ich habe jetzt zwischen den Episoden ein bisschen die Zeit weiterlaufen lassen. Wie ihr seht, ist das mit dem Krankenhaus schon deutlich besser geworden. Die meisten Sachen sind fertig. Es ist auch etwas sauberer als vorher. Ich habe auch bei den Tieren ein bisschen was verändert. Hauptsächlich haben wir die übrigen Stiere geschlachtet. Dementsprechend gibt es ein bisschen mehr Nahrung. Dimitri wurde befördert. Er ist jetzt nicht mehr der Träger der ganzen Gruppe. Transport ist nur noch auf 3, wobei wir das auf 2 erhöhen könnten. Er ist jetzt Reinigungskraft, da unsere Huskies einfach einen viel besseren Job machen als Dimitri. Ist die Transportgeschichte jetzt Aufgabe der Huskies. Damit sind die ein integraler und wichtiger Bestandteil unserer Community hier. Läuft. Gut. Warum hole ich euch ausgerechnet jetzt dazu? Eigentlich wollte ich das noch ein bisschen offscreen weiterlaufen lassen, denn nicht nur ist das Krankenhaus fast fertig, nein, die Leute bauen tatsächlich aktiv an den Entwässerungspumpen hier unten. Alles, was wir in Auftrag gegeben haben, wird langsam Realität. Es ist fantastisch, fast als würde da tatsächlich ein Plan dahinter stecken. Hier wurde eine Menge Zeug abgebaut und der Stahl wird wirklich genutzt, also die Leute bauen wie die Bekloppten an alle möglichen. Was uns gerade noch fehlen, sind Bauteile, damit es fertig gebaut werden kann, aber es läuft langsam richtig los. Ich denke, demnächst werden sie auch anfangen, das ganze Zeug abzureißen, was ich zum Abriss freigegeben habe. Dann wird auch ein bisschen mehr fertig und ihr seht, während ich laber, wird hier schon weitergebaut. Die Leute sind echt dran. Das ist ein Traum. So. Warum hole ich euch ausgerechnet jetzt dazu? Das hat nämlich einen Grund. Und die Adleraugen unter euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Versteckte Gegenstände. Und das ist eine Aufgabe, die lohnt sich mal so wirklich. Banduega, Häuptling der Fraktion Weiße Tät auf Sippe, hat uns eine Nachricht geschickt. Sie haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände im Wert von 4000 Euro in einem nahen Versteck darauf wartet, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus KI-Kernen. Unglücklicherweise wird das nicht lange dort bleiben. Andere Gruppen sind schon auf dem Weg und werden den Ort in 14 Tagen erreichen, wenn wir nicht gehen. Wertgegenstände ziehen Gefahren an. Also sei vorsichtig. Banduega sagt, dass dort Gefahren lauern können. KI-Kern, ein hochentwickelter Computerkern, der eine fortschrittliche KI beherbergt. In ihrem isolierten Zustand ist der Kern inaktiv. Aber in eine passende Hilfsstruktur eingebaut, wird daraus ein Verstand mit großer Leistungsfähigkeit. Ja, wir brauchen unbedingt einen KI-Kern, damit wir mit dem Raumschiff wirklich vorankommen. Dementsprechend bin ich ein großer Fan davon, dass wir das machen. Wer weiß, wann wir sonst wieder die Gelegenheit haben, an einen KI-Kern ranzukommen. Das bedeutet, wir stellen eine Karawane zusammen und machen einen kleinen Ausflug. So, lass gucken. Geheimversteck, 14 Tage, KI-Kern. Das ist es. Von hier aus, darüber. Das wird ätzend. So, erstellen wir eine Karawane. Wir nehmen mit. Ich würde sagen, Aiko. Weil die Gatling Gun richtig gut wird. Dann nehmen wir mit Rere. Und ich würde auch sagen Leo. Und wir nehmen noch Graue mit. Das ist eine Menge Feuerkraft und eine Menge wichtiger Leute. Aber das muss klappen. Oh Junge. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. Das Hauptproblem wird wahrscheinlich Nahrung sein. Yep. Wir brauchen erstmal Nahrung. So was Blödes. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass es mit der Küche fertig ist, aber das wird erstmal nichts. Okay, hier oben bauen wir Dörrfleisch. Überlebensration. Was brauchen wir dafür? Pflanzen und Fleischsorten, allerdings werden dabei viele der Zutaten im Konservierungsprozess verschwendet. Igitt.
Aber die sind das Beste, was wir wahrscheinlich zurzeit machen können. Und ich würde vorschlagen, 100 ist ein bisschen viel, aber wie wäre es mit 30 Überlebensrationen? So, Rehe. Du entfernst einen Ameisenbaum. Das finde ich fantastisch. Ich möchte, dass du Überlebensrationen kochst. In der Hoffnung, dass wir dann möglichst bald aufbrechen können, um den KI-Kern zu holen. Das ist relativ weit weg. Ich glaube, da sind wir ein paar Tage unterwegs. Dementsprechend, je früher wir da losmachen, desto besser. So, abgesehen von Kleinigkeiten. Hier eine Klimaanlage hin. Hier unten Holzboden rein. Und hier drüben noch ein paar Wände abgerissen. Dann sind wir fast fertig. Dann fehlt natürlich noch ein bisschen Holzboden hier drüben. Und die Einrichtung für dieses Zimmer. Hoppala. Hauptgrund dafür. Warum haben wir hier keinen Strom? Wahrscheinlich, weil kein Kabel bis hin geht. Das müsste reichen. So, alles in allem sind wir hier drüben auch schon fast soweit. Da fehlt nicht mehr viel. Und dann können wir uns hier an den Umzug von Gacker und Kaninchen machen. Abwechslungsreiche Entspannung benötigt. Ja, ich arbeite dran. Ah, ihr. Mampft Überlebensrationen. Das ist nicht gut. Uns fehlt einfach die Nahrung. Ich glaube nicht, dass wir den KI-Kern kriegen rechtzeitig. Lass mal gucken. Wenn wir eine Karawane starten, wie lange braucht die? So, wir nehmen mit, wie gesagt, Aiko und Graue, Leo und Rehe. Wählen die Route. Tage, das geht eigentlich noch. 4 Leute, 2,4 Tage, das macht 5 Tage Reisezeit. Mit 4 Leuten. Sagen wir 2 Mahlzeiten am Tag. Das sind also 8 Mahlzeiten am Tag. 5 Tage, das sind 40 Mahlzeiten. Und machen wir es wie die NASA, schicken 50% Reserve mit, das wären 60 Mahlzeiten. Ach du Schande. Bäh. Das ist ein bisschen viel. Vor allem 4 Leute können, glaube ich, gar keine 60 Mahlzeiten tragen. Wir haben zurzeit nicht mal die Kapazität, um 60 Mahlzeiten herzustellen. Wir haben zwar die Köche, aber nicht die Einrichtung. Ich fürchte, dann wird das mit dem KI-Kern erstmal nichts. Dann müssten wir vorher erstmal das Nahrungsproblem mal wieder lösen. Das ist richtig ärgerlich. Ach Mann. Okay, Zack, ich weiß, du willst... Ach, Stromkabel, verdammt. Stromkabel sind wichtig. Nee, pass mal auf. Reiß hier mal die ganzen Wände und die Betten raus. Dann kann ich hier wenigstens schon mal anfangen, das Zeug in Auftrag zu geben, zu planen, wo wir die Küchen hinmachen, wo wir die Fleischerei hinmachen. Ich sag dir das für jedes Ding einzeln, das ist mir völlig egal.
Irgendwann lernt das. Oder auch nicht. Okay, deine Entspannung geht ein bisschen vor. Aber, hey, Holzboden bleibt drin. Das ist fantastisch. So weit, so gut. Graue, was treibst du? Du trägst auch Stahl zum Stromkabel. Und das ist das hier drin. Das sorgt hier für Licht und ja, allgemeines Wohlbefinden. Sobald er das gemacht hat, verdonnern wir ihn dazu, dass er da drin den Rest abreißt. Dann kriegen wir hier endlich das Gebäude frei. Ist eine Kartoffel. Wir müssen das Nahrungsproblem ganz dringend angehen. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir den Kram hier drin loswerden. Ich finde es toll, wie sich die Geier drauf stürzen, sobald Holz frei wird. Aber dass die Leute mal selbst dran denken, da vielleicht was ja, das mal selbst abzubauen oder so. War ja klar. Wetten, das Stromkabel liegt immer noch drin. Natürlich liegt das Stromkabel noch drin. So, das hätten wir. Besser als nichts. Gut, ich lasse es im Hintergrund einfach mal weiterlaufen. Die Leute haben noch genug Baustellen offen. Und sei es auch nur der Kram hier oben. Super, Hitzewelle. Spitze. Hat mir gerade noch gefehlt. Gut. Eine Kochstelle ist drei Felder groß. Das heißt, egal ob wir welche aus Strom oder aus Holz machen, ist effektiv immer die gleiche Größe. Wie groß ist dieser Raum hier? 11. Das ist natürlich schon mal sehr schlecht. Wäre es 12, würden wir da direkt mal 4 Stück reinkriegen. Das wäre fantastisch. Und so müssen wir da wohl ein bisschen kreativer werden. Ja klar. Okay. Das könnte eine Küche sein. Da haben wir dann eine ganze Menge Kochplätze. Ich denke, das wäre okay. Das brauchen wir da nicht. Dann können wir hier mal eine Wand reinziehen. Sollte helfen. Ich meine,
meine, Holz haben wir genug hier an der Seite. Zack, was treibst du gerade? Granitblöcke. Oh. Ah, für eine Sekunde dachte ich, das ist die innere Wand. Aber nee, ist die äußere Wand. Alles gut. Na, immerhin. Dann ist das auch demnächst fertig. Grau ist kurz vorm Zusammenbrechen. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich ihn gerade ein bisschen malträtiert habe hier unten mit dem Abriss. Aber nichts, was ein großer Eimer Milch nicht irgendwie beheben könnte. Wow. Kleinstadtkind namens Jackalope. Okay. Vermutlich schwer verletzt. Kaninchen. Eile zur Rettung. Wie sieht's aus? Rauchblattsucht, geringe Toleranz. Hat eine Herzprothese. Kratzer und ein Bruch. Kriegen wir hin. Liegt natürlich jetzt so weit weg vom neuen Krankenhaus, wie man nur liegen kann. Oder fast. Also hier unten wäre wahrscheinlich noch schlimmer, aber viel fehlt nicht. Oh, kümmert sich eigentlich noch jemand um Herkules? Fällt mir gerade ein. Da hätte man vielleicht mal was machen können. In der Zwischenzeit. Den habe ich tatsächlich völlig vergessen. Na gut, wir haben Leute, die sich ums Anwerben kümmern. Das sollte dann einigermaßen hinhauen. Was mich gerade wirklich ärgert, ist, dass wir den KI-Kern quasi an der Fingerspitze haben und nichts machen können. Weil wir derzeit einfach nichts zu essen haben. Hiervon noch ein paar Kopien. Das wird wahrscheinlich problematisch. Das ist Gepfusch. Das brechen wir ab. Eigentlich müsste ich dann die Wand noch mal eins rübersetzen. Verdammt. Okay, gelernt. Vorher richtig nachdenken. Das hilft enorm. Und zwar, die Leute brauchen ja Platz, um an diesem Arbeitsplatz, naja, arbeiten zu können. Wenn ich die hierhin mache, das geht. Weil von der Mitte und der Mitte, das ist nebeneinander, das läuft. Wenn ich hier etwas hinbaue, darf ich hier nichts hinmachen. Das muss ich versetzen. Das gleiche hier. Und aus Symmetriegründen machen wir es dann dahin. Das heißt auch, dass wir hier überall so kleine Kanten frei haben. Das ist aber nicht weiter wild. Da könnten wir zum Beispiel Stromlampen hinmachen. Dann haben die Leute es hier drin noch einigermaßen hell. Die Lampen haben sogar noch ein paar auf Lager. Okay. Wird natürlich jetzt noch eine Weile dauern, aber im Großen und Ganzen. Dann wäre es schön, wenn wir den ganzen Bereich hier mit sterilen Fliesen auslegen. Und das machen wir so. Dann bauen wir hiervon mal eine Kopie. Die machen wir hier hin. Das ist jetzt ein ziemlich wüstes Durcheinander, aber das hat Methode, hoffe ich. Wollen wir hoffen, dass das hinhaut.
Kane, was machst du mit den Bauteilen? Entwässerungspumpe. Ich bin fast begeistert, dass die Leute tatsächlich an die Entwässerungspumpen denken. Das gibt einem fast ein bisschen Hoffnung. So, wie geht's dir? Schwerer Blutverlust, aber es ist alles behandelt. Sollte jetzt eigentlich auch wieder auf dem Weg der Besserung sein. Wie sieht's aus mit Bedürfnissen? Natürliche Strafe durch Merkmal depressiv. Ach du Schande. Ausgefranste Kleidung, ist kein Problem. Richtig gemütlich, brauchbares Esszimmer. Okay. Richtig gemütlich sehe ich jetzt einfach mal als positiv hier. So, warum genau fehlt uns schon wieder Strom? Die sind schon wieder leer, da ist einiges kaputt. Und Aiko ist mal wieder kurz vorm Zusammenbrechen. Warum zum Teufel? Weil du Trockenfutter gegessen hast. Ich glaube, bevor ich Trockenfutter esse, nehme ich mir hier rohe Kartoffeln oder irgendwas. Wobei rohe Kartoffeln auch nicht wirklich toll sind. Ich glaube, wenn ich die Wahl habe zwischen rohem Reis und rohen Kartoffeln, nehme ich den rohen Reis. Entwässert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Ich glaube, da hat sich noch keiner wirklich drum gekümmert. Na, wird im Laufe der Zeit. Und sie hat sich uns angeschlossen. Spitze. Das heißt, wir gucken einfach mal, wie sie so drauf ist. Sie ist 17. Gilt also noch als Kind, würde ich sagen. Verweigert gewalttätig. Das ist schon mal sehr schön. Von Natur aus depressiv und eine Nachteule. Sie passt sehr gut zu Zack, unserer psychopathischen Nachteule. Das wäre doch was. Und sie hat medizinische Kenntnisse. Das bedeutet, sie könnte eigentlich die Nachtschicht im Krankenhaus übernehmen. Das würde mich freuen. Dann darf sie Pflanzen und Medizin übernehmen. Pflanzen, habe ich so das Gefühl, ist unser Team nicht groß genug. Schon gar nicht, wenn wir noch hier ein bisschen was zusätzlich anbauen. Und forstwirtschaftlich kann sie dann vielleicht auch noch ein bisschen was mit übernehmen. Hat sich auch schon direkt eingekleidet. Mir wäre es lieber, wenn sie erstmal noch im Bett liegen bleibt. Aber das kriegen wir hin. Und zwar, indem wir sagen, dass hier Gesundheit enorm wichtig ist. Nicole ist als 10 auch nicht schlecht als Arzt. Fast auf dem Niveau von Kaninchen. Na gut. Das darfst du erstmal sein lassen, danke. Dann hatten wir gesagt, nimmst du bitte noch Waldarbeit mit und Feldarbeit. Wupp, wupp. Transport und Reinigen lassen wir mal noch auf 3. Hilfsarbeiten ebenfalls. Sollte laufen. Oh, und sie braucht einen Stundenplan. Und ich kann es kaum glauben, dass wir das machen, aber sie kriegt den gleichen wie Zack. Da haben wir jetzt tatsächlich eine Ärztin für die Nachtschicht. Und Zack hat jemanden zum Anmaulen nachts. Ja, super. 15. Jetzt ist langsam riskant. Sie darf sich jetzt erstmal einen Eimer Milch reinkippen. Das wird super. Du kommst gerade wie gerufen. Immerhin hat Zack sie nicht gleich hier runtergebracht. Ihm als Psychopathen würde ich das zutrauen. Ja.
Sie sollte erst mal richtig gesund werden, bevor sie jetzt anfängt, hier groß Dinge zu tun. Hai von Rauchblatt. Das heißt, sie hatte noch was im Inventar. Ah, na gut. Das gewöhnen wir ja auch noch ab. Drogen sind schlimm, gell? Alles klar. Dann würde ich sagen... Ja, unsere Überlebensrationen sind alle durchgekocht. Finde ich toll. Tatsächlich haben wir nichts davon. Das heißt, unterm Strich haben wir gerade eine ganze Menge Ressourcen verschwendet, weil die Überlebensrationen sind zwar haltbarer und so weiter, man hat aber weniger davon aufs Material gesehen, sage ich mal. Oh nein, der Milcheimer hat keinen Strom. Warum brauchen wir zurzeit so wahnsinnig viel Strom? Ah, natürlich, wegen der Hitzewelle. Die Klimaanlagen rennen gerade um ihr Leben. Und zwar alle. Und daher brauchen wir mehr Strom als erwartet. Gut, hier drin wird jetzt eine ganze Menge Holz frei. Ich freue mich, dass sie die Böden und die Wände jetzt schon angehen. Und wenn sie jetzt schon dabei sind, machen wir hier drüben auch noch gleich die sterilen Fliesen rein. Genug Silber für die sterilen Fliesen haben wir, das sollte kein großes Problem sein. Wofür wir mehr Material brauchen, wird das Herdfeuer sein. Ich glaube, uns geht zurzeit mal wieder der Stahl aus. Und das heißt, wir geben neuen Stahl in Auftrag. Hier drüben haben wir noch ein bisschen was. Machen wir mal so. Ich hoffe wirklich, dass ich da nicht irgendwo eine Käferkolonie oder so freiräume. Ich traue es unserer Erzählerin zu, besonders da wir jetzt 15 Leute haben. Wobei, so wie unsere Erzählerin drauf ist, traue ich ihr zu, dass Gaka einfach mit der Spitzhacke auf den Berg einhaut und sie entscheidet, Gasader getroffen, du explodierst. Oh nein, das Heu brennt. Wir haben verdammt viele Kühe. Ich fände es noch toll, wenn wir die ganzen Brocken aus dem Stall rauskriegen würden. Ich meine, beim Krankenhaus hat es ziemlich gut geklappt. Es ist nur noch ein Brocken drin. Und wenn wir jetzt auch noch irgendwann diese Kühlung haben, und dadurch natürlich auch dafür brauchen wir die Bauteile. Ja, wir brauchen noch eine Menge Bauteile. Leo ist kurz davor zu brechen. Liegt allgemein am Hunger. Ist in Auftrag die größere Küche. Und dann haben wir wie viele Köche? 1, 2, 3, 4, wenn wir Pinky mitrechnen. 5 mit Aiko. Und Dimitri ist eigentlich auch ein guter Koch. Darf er dann mitkochen? Dann haben wir 6 Köche. Dann sollte das ein bisschen rocken. So, wo brennt's? Es wäre schön, wenn der Tiefenradar ganz bleibt. Jedenfalls noch für den Moment. Da haben wir direkt Plaststahl. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Mir wäre es lieber, wenn wir normalen Stahl hätten. Dann müssten wir ihn halt hier nochmal aufbauen. Oder wir gucken uns den Bereich hier außen mal an. Könnte auch hinhauen.
Solltest du dich nicht erholen? Du trollst dich selbst, das ist dir klar, oder? Na gut, dafür darfst du mal in jedem Bett liegen, würde ich sagen. Auch fair. Immerhin. Sie ist fast wieder gesund und sobald diese Rauchblattgeschichte vorbei ist, sie wird hier nichts finden dazu. Das heißt, es wird ein hässlicher, kalter Entzug für sie. Aber sobald es erledigt ist, dann, ja, passt das, würde ich sagen. Das mit dem KI-Kern fuchst mich gerade enorm. Aber wir haben leider größere Probleme. Hunger. Das heißt, dieses Zimmer hat gerade irgendwie so ein bisschen Vorrang. Eduard, du bist mein Held. Endlich klappt's und jemand benutzt tatsächlich sein Hirn und die Werkbank und baut Bauteile. So, wir richten noch eine Lagerzone ein. Nehmen wir mal diese hier. Hierher. Sieht gut aus. Wobei das hier oben vielleicht nicht so. Ach, was soll's. Dann kopieren wir die Einstellung, machen das hier rein, dann haben wir da eine neue Halde für noch mehr Brocken. Und dann kriegen wir irgendwann auch den Stall leer geräumt. Hitzewelle ist vorbei, Stadtkind hat sich erholt. Das heißt, unser Stadtkind ist dermaßen heiß, solange sie krank ist. So viel Fieber, dass die ganze Landschaft leidet. Mem und mich, sie vielleicht. Hightech-Bauteil, 11 Stück. Ist okay, aber wenn wir die Ressourcen hätten für einen Ausflug, dann wäre der KI-Kern viel wichtiger. Läuft soweit. Hier unten wird auf jeden Fall fleißig gebaut. Ich würde sagen, wir lassen es für heute dann auch gut sein. Ich werde es offscreen wieder ein bisschen laufen lassen, auf dass die Küche dann fertig ist. Das Krankenhaus sollte dann demnächst auch fertig werden. Besonders dieser Abrissteil. Vielleicht ist dann sogar schon das Zimmer fertig und das hier. Kommt ein bisschen drauf an, wie viele Bauteile wir hinkriegen. Muss ich ein bisschen gucken. Aber ja, Bauteile sind erstmal das Wichtigste gerade. Mal gucken, vielleicht kommt auch noch ein Online-Orbitalhändler und verkauft uns ein paar Bauteile. Ansonsten muss ich mich auf Eduard verlassen. Wird bestimmt total super. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut, haltet euch steif. Ciao, Freunde.